Wir haben ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt. Ich frag mich nur von wem. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ihr kennt diese Kameraperspektive schon. Heute vor ungefähr 2 Stunden kam ein Paket ins Haus geflattert. Und zwar hat mir das der gute Stefan geschickt. Da freue ich mich sehr. Es ist sehr schick verpackt, wie ihr seht. Er hat schon vorgewarnt. Es ist nicht in Geschenkpapier. Ich nehme es auch so. Danke, Stefan. Er hat mir auch erlaubt, das schon vor Weihnachten auszupacken. Die Bestätigung genau hier. Und jetzt würde ich sagen, wir packen das aus. Ist ja wie letztes Jahr. Wieder mal ein Geschenk vor Weihnachten. Und jetzt, ich würde das gerne wie in so einer Grabbelkiste machen. Also machen wir das hier so. Machen wir das hier so auf. Kann ich das jetzt einfach hochklappen? Okay. So. Oh, hier ist ein Loch. Da sehe ich was Grünliches. Nun denn. Ich weiß nicht, ob da viel drin ist. Ich weiß nicht, ob da nur eine Sache drin ist. Das Video könnte jetzt nach 10 Sekunden vorbei sein. Aber ich gucke rein und ich sehe zum Glück nichts. Ich mache mal ein bisschen. Hier ist Papier. Aber hier ist irgendwas. Ich höre schon. Das ist irgendwas, womit ich was anfangen kann bestimmt. Also was man im alltäglichen Gebrauch benutzen kann. Wir haben Zeitungspapier. Oh, das ist lustig. Zeitungspapier. Kreis baut 3 neue Rettungswagen. Sehr schön. Wer klaut ein 250 Kilo schweres Vogelhaus? Das frage ich mich auch. Arno ärgert das besonders. Er hat's gebaut. Er dachte, das hält für die Ewigkeit. Oh. Hat abartige Offerten. Bück dich, Ware und viel Tanzmusik. Das klingt doch gut. Haben wir noch mehr Zeitung? Wir haben noch mehr Zeitung. Zeitung. Oh, und da. Okay. Oh, das ist bestimmt eine Karte. Doch, 2 Sachen und eine Karte. Ich gucke jetzt erstmal nach der Karte. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Er hat gesagt, wenn das zu privat ist, dann lese ich das für mich und ihr erfahrt davon nicht. Oh, da steht voll viel Text. Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtsmann von jedem Kind? Hey. Alter, er hat gereimt. Ach du meine Güte. Jedes Jahr hört man dieses schöne Lied, die Nostalgie uns dabei überfliegt. Familie, Freunde, eventuell ein paar Geschenke, das ist, woran ich an Weihnachten denke. Für Freude und Gesundheit gebe ich euch auf den Weg, zusätzlich zu dem, was da drüben auch schon steht. Eine schöne Zeit und gutes Essen wünsche ich in eure Heimat in Richtung Nordhessen. Hallo Max und Familie. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und angenehme Festtage mit einem guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön mit einem geilen Essen und vielen Geschenken. Auf dass die Arbeit weiterhin so gut läuft und die PBs im Speedrun sich häufen. Läuft, hat er gereimt. Geil. Hoffentlich sieht man sich im nächsten Jahr und dann aber nicht nur 1 oder 2 Tage. Grüße die Familie und feiert die schöne, hoffentlich weiße Weihnacht. Grüße, Stefan. Stefan, ich hab dich ganz doll lieb. Danke, 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 danke. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier rausfischen. Ich nehme jetzt das da erstmal, weil das ist ein Henkel. Ist das eine Tasse? Ich zeig's jetzt hier so hoch. Und wupp. Oh, cool. Alter, das ist ja richtig dick. Gucken wir mal. Machen wir mal. Auspacken. Au, mein Fingernagel. Ist ja riesig. Ui. Also kann mich nicht mehr attackieren. Das lege ich mal hier unten hin. Ich fühle mich ritterlich. So, neue Runde. Und Briefchen. Ach so. Fröhliche Weihnachten, ein glückliches neues Jahr. Hä? Letztes Jahr wollte der Herr mir auch eine Postkarte schicken. Oder ein Brief. Und er hat aber gesagt, das kam nicht an, weil er hatte einen Zahlendreher drin oder eine extra Zahl, glaube ich, auf den Brief geschrieben. Und jetzt glaube ich, dass das war vielleicht die Karte vom letzten Jahr und hier ist jetzt die für dieses Jahr. Hallo, ich wünsche dir und deiner Familie ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2020 steht hier. Als Zelda-Fan hoffe ich, du kannst mit diesem... Halt! Da steht schon irgendwas drin, was das ist. Ich fühle. Ich hole raus. Ein Zelda-Wecker. Der Herr weiß, dass ich in meiner Schulzeit sehr oft verschlafen habe und möchte mir anscheinend aushelfen. Er sieht aber schick aus. Ah, das sag mal, warum ist denn hier bei Kleber und bei dem anderen nicht? Sieht das auch, selbst wenn man es nicht benutzen würde, schon irgendwo gut aus. So. Noch was? Oh, mit Kabel. Hallo. Kabel! Mein Kabel! Der Herr weiß, worauf ich stehe. Wie lang ist denn das Kabel? Sekunde, muss mal gucken. Ah, mein Knie. Oh, wie fest muss ich denn das da reindrücken? Drinne?
Da leuchtet was. Exakt 12 Uhr, Uhrenvergleich. Nein. Wie mache ich das jetzt? Sag, bin ich blind? Ah, da, ach, hier oben kann man klicken. Oh, wir haben 13 Uhr. Nein, zurück. Nein. 55. Schnoß, los. Oh, hier muss ich doch nicht... Oh. Ich muss wieder so oft drücken. Ah, hä? Vor allem, der soll eigentlich aktuell gar nicht klingeln, weil ich habe ja... Ich habe doch Urlaub. Offiziell eingestellt, mein Zelda-Wecker. Gut, sehr gut, das war's schon. Jetzt gucke ich mir die Karte zu Ende an. So, als Zelda-Fan hoffe ich, du kannst mit diesem Wecker und der Tasse was anfangen. Ich konnte mich nicht entscheiden, also gab es beides. Durch den Transport ist der Karton leider etwas eingerissen. Frechheit. Außerdem die Karte vom letzten Jahr. Tatsache! Viel Spaß und Erfolg dir, deiner Familie, wünscht Stefan. Dankeschön. Deswegen stand hier auch in der ersten Karte drin, dass er mir viel Erfolg für meine Ausbildung wünscht. Das habe ich einfach in Arbeit abgeändert, weil ich dachte, ja, okay, aber ist ja verständlich, ist ja vom letzten Jahr. Cool. Da freue ich mich doch riesig, weil Geschenke, die ich mir irgendwo schick hinstellen kann oder die sogar einen Nutzen haben, die sind immer gerne gesehen. Sag mal, ich hab Angst, dass ich beim Einfüllen hier darauf reinfalle, dass hier eine höhere Kante ist. Weil dann schütte ich einfach weiter und will gerne bis zum Rand kommen, aber dann läuft es auf der anderen Seite schon über. Nee, so doof bin ich nicht. Nee. Dann würde ich sagen, das war schon. Ich werde das gleich richtig schick bei mir irgendwo hinstellen, in meine Nerd-Ecke. Die Leute kennen mich, ihr wisst, wie ich drauf bin. Damit sage ich euch heute einen schönen vierten Advent, bald ist Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ha, Erfolg. Wie ein Held. Jetzt klingelt die Glocke!